Na, geht gut, na? Ne? Ja, richtig cool. So, so. Oh, uns mal hier auf dieses. Wieder Zeit für ein neues DIY-Video. Coole Projekt hier. Wir möchten euch zeigen, wie ihr die tolle Gartenbank hier bauen könnt. Und das Ganze nur mit zwei Werkzeugen, ne? Ja, vor allem braucht ihr dafür nur zwei Werkzeuge. Eine Stichsäge und ein Akkubohrer, oder? Oder Schrauber, ne? Also damit könnt ihr bohren und schrauben gleichzeitig mit zwei verschiedenen Aufsätzen. Ganz, ganz toll. Mhm. Und wie ihr das DIY nachbauen könnt, das zeigen wir euch heute in diesem Video in Zusammenarbeit mit Bosch Home & Garden. Genau, viel Spaß dabei. Und in unserem Projekt hier arbeiten wir auch wieder mit den 18-Volt-Geräten von Bosch Home & Garden. Also es ist ein wirklich geniales Akku, wie ich finde. Genau, das ist die Power-for-All-Allianz. Richtig. Sprich, ein Akku für ganz, ganz viele Anwendungsmöglichkeiten. Hm. Mittlerweile sind es, glaube ich, 75 Produkte. 75 Produkte inzwischen. Gemeinsam haben Bosch Home & Garden Gardena, Bosch Hausgeräte, Gloria, Wagner und Rapid die Power-for-All-Allianz gegründet. Und dieses Jahr sind wieder zwei Partner hinzugekommen, einmal Steinel und Flymo. Ja. Und das Schöne ist halt, ihr könnt den Akku rausnehmen und in ein anderes Produkt reinstecken und loslegen. Beispielsweise jetzt hier bei uns haben wir den Garten mal durchgeblasen, Laub entfernt, ne? Genau. Oder die Terrasse gesäubert. Genau. Und was auch toll ist, im Haushaltsbereich haben wir auch zack den Akku entnommen und in den Staubsauger reingesteckt und mal durchgesaugt. Richtig, also es geht wirklich simpel und aber auch zugleich einfach so effektiv, finde ich. Richtig, und also, du hast nicht mehr zu Hause die ganzen Akkus rumliegen und verschiedene Ladegeräte. Einmal sehr umweltschonend und schont auch den Geldbeutel, ne? Wie ich finde. Ja, und ich finde es halt einfach super praktisch und schnell und das muss es sein, auch gerade im Haus- und Gartenbereich. Genau. Alle Infos dazu findet ihr unten direkt in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt ihr mal reinschauen. Ist, wie gesagt, ein ganz, ganz tolles Produkt bzw. eine ganz, ganz tolle Allianz. Finde ich auch. So, Steffi Maus, hier sind die letzten zwei Holzer. Sehr gut. Den Zuschnitt haben wir in der Werkstatt gemacht. Ganz einfach mit einer Stichsäge, 90 Grad Winkel angehalten und das Ganze dann auf Länge gesägt. Ganz, ganz einfach stumpf. Das wird eine ganz, ganz einfache Gartenbank, hast du dir ja gewünscht. Ein Projekt, was jeder zu Hause nachbauen kann mit einer Stichsäge und einem Akkuschrauber. Und ihr werdet alle Materialien, Bemaßungen und Werkzeuge und Schraubenlänge und so weiter und so fort findet ihr alles direkt unter dem Video verlinkt. So, Steffi, ganz, ganz einfaches Projekt. Ich habe vier Latten zugesägt. Wo sind sie? Da hinten sind sie. Die müssen wir uns erstmal anzeichnen und vorbohren. So, wir haben uns jetzt hier die Beine, werden das, die Seite, hingelegt, die den Abstand ausgemessen. Das heißt, ausgemessen, wir haben jetzt einfach einen Zollstock genommen. Genau. Ne? Und den legt ihr dazwischen und das ist dann unser Abstandshalter. Ne? Also zumindest bei uns, ne? Das kann jeder entscheiden, wie er möchte. Genau, und jetzt haben wir hier die Teile, die das zusammenhalten. Da werden wir uns jetzt hier die Löcher anmalen oder anzeichnen. Genau, anzeichnen um die Bohrlöcher. Ne? Das Ganze muss vorgebohrt werden. Ja. Sprich, wir haben jetzt nachher einen linken und einen rechten. Wir zeichnen aber gleich beide an und unten genau das gleiche. Die werden dann flach festgeschraubt. Die halten einfach die Beine zusammen. Mit diesen werden dann auch später dann, müsst ihr euch vorstellen, darf ich mal? Werden nachher auch dann, die Sitzfläche wird dann so drauf gesetzt. Ne? So, das heißt eigentlich hätte es so, muss es festgeschraubt werden. Das machen wir aber gleich, es geht jetzt erstmal nur um die Bohrlöcher. So, nach dem Bohren können wir jetzt auch loslegen mit dem Schrauben. Dafür legen wir uns jetzt unsere vorgebohrten Bretter hier hin, so wie sie sollen. Als Abstand würde ich sagen, nehmen wir nochmal die gleiche Leiste, genau. Und für den Zwischenraumabstand können wir uns hier wieder den Zollstock nehmen. Wir haben jetzt zwei Glieder genommen, das sind ungefähr 1 Zentimeter Abstand. Und wir fangen jetzt einfach an mit den Seitenteilen, dass wir die Seitenteile zusammenschrauben, damit sie schon ein fertiges Teil. Zack. Ne? Und davon brauchen wir, wie gesagt, zwei Stück. Ist ja eine Bank. Und das Ganze wird dann zusammengeschraubt. Und dazu nehmen wir jetzt einmal für die flache Seite 4x50 und für die Hochkant bzw. für die Sitzfläche nachher 4x60. Ne? Nachdem wir dann alles zusammengeschraubt haben, haben wir im Grunde zwei Seitenteile.
Und ich habe das Ganze dann nochmal von oben jetzt hier vorgebohrt, weil ja gleich die Bohlen bzw. die Kanthölzer oben drauf kommen, sprich die Sitzfläche, und die werden wir dann von hier verschrauben. Das machen wir aus einem Grund, damit wir dann die Schraubköpfe von oben nicht sehen. Wer mag, hätte natürlich jetzt hier anstatt eine Dachlatte auch ein Quadrat nehmen können, und er hätte das mit ein bisschen Abstand, 5 mm ungefähr, nach oben stehen lassen. Dann hätten wir hier noch eine kleine Fuge gehabt. So ist es einfach Stoß auf Stoß. Und was ihr natürlich nicht vergessen dürft, ist den Grat so ein bisschen abnehmen mit Schleifpapier, damit es einfach keine Verletzungsgefahr durch Splitter oder sonstiges gibt. Genau, dann nehmen wir einfach einen Schleifklotz, ne? Ja. Oder ihr könnt auch ein Stück Holz nehmen, mit Schleifpapier umwickelt und das Ganze dann schön glatt schleifen. Ne? Genau. Das fühlt sich schon mal sehr schön an. Ja. Und dann können wir das Ganze auch zusammenschrauben. Und dann nehmen wir jetzt unsere 4 Seitenteile. Mhm. Und gibst du mir mal eine? Oder alle 4? Wir legen uns die alle 4 auf den Boden. Ja. Natürlich, die Seite, die nach oben kommen soll, die soll natürlich sehr schön sein. Und das ist diese jetzt hier, ne? Da rutschen wir die extra nochmal über den Boden hier. Genau. So. Und dann geht's einfach los. Wir nehmen jetzt einen Seitenteil. Zack. Nehmen uns unseren Zollstock wieder als Abstand. Und dann verschrauben wir das Ganze. Jo. Der hat Power, ne? Ja. Das Ganze, theoretisch könnt ihr das Ganze jetzt hinstellen, aber wenn ihr jetzt sich 3-4 Mann draufsetzen und hin und her schaukeln, bricht das Ganze zusammen. Deswegen brauchen wir noch eine Querstrebe. Querstrebe, genau. Die haben wir auch aus dem gleichen Material bzw. aus den gleichen Abmessungen wie die Sitzbank gemacht. Wir haben seitlich nochmal 2 Hölzer angeschraubt, dass wir das Ganze dann von hier gleich verschrauben können. Die setzen wir einfach jetzt hier rein. Und fertig. So, hier. So, Arm und Fuß. Nimm Platz, Madame. Oh, schön, ne? Sehr schön. So, fehlt mir noch ein Käffchen, ein paar Kekse. Und da sitze ich gut, ne? Wir können das schöne Wetter unter dem Kirschbaum genießen. Ne? Ja. Wir hoffen, euch hat das Projekt gefallen. Ganz, ganz einfach. Genau. Und ja. Schnelles, einfaches Projekt, ne? Eigentlich für jeden umsetzbar. Wir freuen uns, wenn ihr das Projekt noch nachbaut. Eigentlich ideal für den Herbst. Genau. Und, ja, wie man sieht, ne? Ich glaube, ich hole mal den coolen Laubbläser, oder? Ja, dann würde sich ja eigentlich mal lohnen, ne? Genau. Und ich warte auf meinen Kaffee. Ja, der kommt dann danach. Oder ich mache uns 2 Kaffee, ja? Ja. So, viel Spaß.